Ich kenne Romina seit 14 Jahren. Sie war von Anfang an dabei, als meine Kinder noch ganz klein waren und hat mir sehr viel geholfen. Immer noch ist sie eine enge Freundin und gehört zu unserer Familie. Ihr Schicksalsschlag durch Alopecia hat vieles in uns bewegt und sie an einen Punkt in ihrem Leben geführt, der alles für sie veränderte. Deine Geschichte ist so unendlich spannend und gestern saßen wir noch auf dem Balkon und haben darüber gesprochen, wie krass das eigentlich ist, dass wir uns damals begegnet sind und was wir alles schon erleben durften. Und es ist einfach super beeindruckend, wie du auch mit einem Schicksalsschlag umgegangen bist. Ich habe dir gesagt, ich würde es mal Schicksalsschlag nennen, es ist ja kein Unfall, aber es ist eigentlich, ja, es war einfach mega einschneidend für dich. Ja. Und ja, willst du noch kurz etwas über dich sagen und dann steigen wir in deine Geschichte ein, wie alles angefangen hat. Was sage ich über mich? Naja, wir haben uns kennengelernt in München vor 14 Jahren. Als Glamour Girls. Genau, haben wir bei einer Promotion-Firma gearbeitet und genau, da haben wir uns kennengelernt und gleich sofort verstanden. Und seitdem, ja, ist viel passiert. Du hast zwei Kinder, wohnst jetzt in der Schweiz, ich wohne noch in München, ich reise viel, habe keine Kinder, habe aber immer wieder als Nanny gearbeitet und habe so über die Jahre auch viele Kinder auferzogen und mitverfolgt. Ja, und unsere Leben sind so verschieden, aber trotzdem seid ihr wie Family für mich und ja. Ja, nicht nur wie. Ja, das stimmt. Ja, genau. Ich weiß noch damals, da waren wir in München beim Oberpollinger und wir hatten so diese schwarzen T-Shirts aus mit diesem pinken Schriftzug, ja, ja. Glamour. Cosmopolitan. Ah, Cosmopolitan. Cosmopolitan, genau. Cosmopolitan. Ich habe das T-Shirt noch. Hast du das noch? Ich hatte es auch lange, aber es ist mir viel zu klein jetzt. und dann damals hattest du noch eine Perücke getragen, gell? Ja. Versetz dich mal rein in die Zeit. Okay. Wie alt warst du da und wie hat sich das Leben für dich angefühlt? Ja, wow. Da war ich, also mir sind die Haare ausgefallen mit 21. Jetzt bin ich 35. Weiß auch nicht, wie das passieren konnte. und es hat angefangen, gefallen. Ausgefallen. Sie sind ausgefallen und angefangen hat. Genau. Also, long story short, innerhalb von zwei Monaten sind mir dann alle Kopfhaare ausgefallen. Also ich hatte so lange braune Haare. Ja, und bin natürlich zum Arzt, eine Odyssee und... Das war ziemlich frustrierend, weil die haben dann gesagt, ja, das ist Alopezie, also kreisrunder Haarausfall und es gibt verschiedene Stufen. Einmal wirklich diese runden Kreise, wo die Haare dann fehlen. Manche Männer haben das auch im Bart, so Flecken. Und dann gibt es auch die Form von ganz, ganz Ausfall. Miep, miep, miep. Genau. Ja, genau. Ja. Und erst hatte ich, erst sind mir halt die Kopfhaare ausgefallen und dann, als wäre es nicht schon genug, auch die Augenbrauen und Wimpern. Aber jetzt nochmal zurück zum Oberpollinger, weil da habe ich ein sehr krasses Beispiel und ich erzähle diese Geschichte und wenn ich sie jetzt erzähle, kommt sie mir vor, als würde ich irgendwie einen Scherz machen oder als wäre das gar nicht passiert, weil es so absurd ist. Also, ich stehe da mit meinem Cosmopolitan-T-Shirt, junges Mädchen, 21, und ich trage eine Perücke. Und das war die erste Perücke, das war eine Kunsthaarperücke mit so einem Pony, du kannst dich noch erinnern, ne? Und schon die hat damals 800 € gekostet. Genau, und Kunsthaar erkennt man mehr als Perücke, als Echthaar. Also Echthaar ist einfach hochwertiger bei Echthaar. So, stehe ich da und verteile Parfümpröbchen. Und dann kommt ein junger Typ zu mir und sagt so ganz salopp, hey, trägst du eine Perücke?
Und ich war so geschockt, dass ich einfach gesagt habe, ja. Und er so, ah ja gut, dann habe ich die Wette gewonnen. Dann haben anscheinend zwei Jungs oder junge Männer oder whatever, zwei Personen, eine Wette drüber gemacht, ob ich eine Perücke trage oder nicht. Und jetzt kommt mir aber, vielleicht wussten die gar nicht, dass ich keine Haare habe. Ja, genau. Die wussten das vielleicht gar nicht. Krass, das die wäre noch nie dachten, oh, das eingefallen. ist eine, die trägt Perücke. Ja. Witzig. Ne? Ich habe die Geschichte schon so oft erzählt, aber jetzt kommt mir irgendwie so, ja, vielleicht haben die gar nicht das Ausmaß gecheckt. Hm. Genau. Toll, jetzt kann ich nicht mehr auf sie sauer sein. Geil. Verdammt, verdammt. Das ist doch super. Ja. Ja. Das ist doch auch heilsam. Ja, sauer sein auf jemanden, das habe ich eh abgelegt. What the fuck? What the fuck? Bringt einem nichts, gell? Nein, bringt nur Falten. Ja, es ist so krass, also, als ich dich kennengelernt habe mit 21, da ist man, ich war ja da 24 und man ist so, ja, was möchte man eigentlich werden? Was möchte man aus seinem Leben machen? Und bei diesem Schicksalsschlag bei dir, alle Haare fallen aus, ist so, ist man eher auf der Identitätssuche und man weiß noch nicht genau, was man machen soll. Und dann kommt dieses Riesenthema. Und dann hat man, wie du gesagt hast, diese Arztbesuche. Man versucht sich aufzupäppeln. Oh. Ja, okay, ich bin stark, ich mach das schon und so weiter. Was waren da deine Versuche, dir irgendwie Halt zu geben in dieser Zeit? Also die Versuche, Halt. Halt war irgendwie gar nicht da. Mhm. Die Versuche, klar geht man so den normalen Weg, so ich habe was am Körper, ich gehe zum Arzt. Und ich weiß noch, in dieser einen Uniklinik, Hautklinik, ich glaube, ich habe 4 Stunden gewartet, Haarsprechstunde, ja, 4 Stunden gewartet. Und dann komme ich da dran, ah ja, kreisrunder Haarausfall, also ja, dann haben sie mir ein Medikament vorgeschlagen, das irgendwie, also 50% der Fälle, die das genommen haben, die haben dann die Pigmentierung der Haut wurde gestört, dass man irgendwie dann weiß wird oder I don't know, irgendwas total Verrücktes. Und ich so, nee, das möchte ich nicht. Und, oh Gott. Und das, jetzt kann ich wirklich drüber lachen, weil dieses Thema mit den Haaren ist für mich schon so fein, abgeschlossen. Das ist für mich so, aber... Aber da kommen wir noch hin, wie dieser Prozess entstanden ist, weil der ist ja auch nicht so entstanden, sonst es war die Hölle. Ja, es war harte Arbeit, es war, kann man nicht anders sagen. Nee, es war wirklich die Hölle. Und genau, diese Uniklinik, dann ein Arzt hat mir dann Cortisoncreme verschrieben und Eigenbluttherapie. Und was war der Grund für die Cortisoncreme? Also haben die das erklärt? Weil wenn sie die Ursache nicht kennen, wieso sollten sie einem so etwas geben, was so auch Nebenwirkungen hat? Ja, okay. Ja. Ja. Ja, Priscilla. Halt's mal, alles gut. Nein, du weißt, wie ich es meine. Also in einer gesund funktionierenden... Ja. Ja, aber das Problem ist ja, du bist in der Situation auch noch so in einem Schockzustand. Eben dir passiert das. Du bist ja, weißt du, wenn dir ein Autounfall passiert wäre und du hättest einen Arm verloren, jeder wäre auch im Schockzustand. Dein ganzes Umfeld, oh mein Gott, was ist jetzt los? Wenn es aber sowas Chronisches ist und gerade schleichend, dann kommen die Haare wieder, dann gehen sie wieder, dann kommen sie wieder, dann fallen noch mehr aus und so weiter. Ist ja dann irgendwann, das Umfeld ist dann auch so, hey, jetzt ist es immer noch nicht gut. Aha, okay. Und es ist ja nicht so, du blutest mega und keine Ahnung was, also du hast auch keinen Krebs. Und das ist für das Umfeld nicht fassbar, aber für dich ja auch nicht. Und du bist dann über so eine lange Zeit lang in so einer Situation wie ein Unfall. Mhm. Das ist crazy. Und dann sagt dir natürlich der Arzt, hier, Cortison kommt. Ich so, ja, okay. Also okay. Ich denke, die Ärzte haben da so, ah, okay, ein Alopezie-Patient, da gibt es kein... die Pille oder die Methode und die nehmen dann irgendwas, was am nächsten, was sie mir halt geben können, dass sie mir irgendwas geben, so. Und dann bin ich zurückgekommen und dann hat er gesagt, ja, haben sie die Tabletten oder die Creme genommen? Und ich so, nee, habe ich nicht, weil
Ich hatte irgendwie, es hat sich, Nicht richtig es hat angefühlt. sich nicht angefühlt, dass es mir was bringt. Und das sage ich ihm so in meinem kindlichen, ich habe es halt nicht genommen. Und dann, also, ja, dann brauchen Sie sich auch nicht wundern. Anstatt zu sagen, hey, Oh. aber. Ja, also. Wir jetzt einfach nur noch drüber lachen, gell? Aber Ja. damals war es richtig scheiße. Ja. Ja, und ich war bei einer Heilpraktikerin über ein Jahr lang. Das war super. Also, das war bestimmt auch gut. Und die hat mich auf Schimmel getestet, auf verschiedene Sachen. Dann habe ich ein Jahr lang keinen Alkohol mehr getrunken. Also, ich habe schon viel gemacht. So, und ich habe aber auch schon viel vergessen, was ich gemacht habe. Weil es, wie gesagt, jetzt für mich so. Ja, und das finde ich eben auch so spannend an deiner Geschichte, dass du unglaublich viel ausprobiert hast und irgendwann bist du ja an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, jetzt reicht's. Und das finde ich auch so heilsam, an diesen Punkt zu kommen. Aber bevor wir das beleuchten, du hast mega viel Arbeit gemacht, auch mentale Arbeit. Du warst in Therapie, dann hattest du Hochs, wieder Tiefs und so weiter. Ist das eigentlich eine Verknüpfung? Weil ich stelle mir vor, wir alle haben Hochs und Tiefs, gell? Wir alle haben mal Beziehungen, die in Brüche gehen. Wir alle haben mal ja, Phasen, wo wir sagen, okay, fuck off, jetzt geht's nicht mehr weiter. Hast du das Gefühl, dass es durch die Haarausfallerkrankung verstärkt gewesen oder ist das eh einfach ein Teil von dir, dass du das Leben sehr stark spürst und in all ihren Facetten sehr stark verdaust? Du meinst durch den Haarausfall, durch diesen Umstand, ob ich dann meine Hochs und Tiefs noch anders erlebt habe? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Was ich noch dazu sagen kann, was mich auch super frustriert hat, weil da für mich die Logik gefehlt hat. Ich dachte mir, wenn es mir psychisch gut geht, dann wachsen die Haare. Wenn es mir psychisch schlecht geht, wenn man ja auch oft sagt, Haarausfall, stressbedingt, bla bla. Also wenn es mir psychisch schlecht geht, dann fallen sie aus. Aber dann, ich war wegen einem anderen Umstand, wo es mir psychisch schlecht ging, in der Klinik und da sind dann die Haare wieder gewachsen. Und ich dachte mir so, hä? Und dann ging es mir über wirklich einen längeren Zeitraum echt gut. Und dann fallen sie wieder aus. Und dann denkst du dir wirklich irgendwie so, also anscheinend kann ich hier machen, was ich will, und es macht keinen Sinn. Und das war ein Scheißgefühl. Ja, die Krankheit ist da und egal wie viel Mühe ich mir gebe, welche Ansätze ich eigentlich anwende, Das sie ist ein ist. Teil von mir. Wann würdest du sagen, konntest du das akzeptieren als ein Teil von mir in dieser Inkarnation, zu sagen, in diesem Leben ist das so? Was war das für ein Moment? Also, ich glaube, also für mich, witzigerweise, sage ich nie Krankheit zu dem. Ich auch früher nicht. Das kann ich dir verraten. Und für mich ist auch nichts endgültig. Ich sage jetzt auch nicht so, ah ja, ich habe jetzt für immer keine Haare. Es ist für mich so, ich habe das so gut oder auch in anderen Bereichen mit Selbstannahme, Selbstliebe und einfach Freude am Leben so an mir gearbeitet, dass das ist wie, wenn ich jetzt sagen würde, hey, lass uns mal über das Armband reden und du so, ja, ist halt ein Armband, ne? Ja, komm und ja, es ist ein schönes Armband, what the fuck? So fein bin ich damit und das ist mein größter Schatz. Das ist riesengroß, ja. Und das würde ich mir wünschen, dass das, was heißt, würde ich mir wünschen, dass wir, ja doch, würde ich mir wünschen, weil es so wertvoll ist, dass andere Leute das auch irgendwie so ein bisschen etablieren können in sich, weil dann, wenn dieses Problem irgendwie so in den Hintergrund tritt, dann siehst du erstmal so, ach stimmt, es gibt dir noch das geile Leben und Freude und Schönheit und bla. Und es muss ja auch nicht von 0 auf 100 gehen. Aber ja, wenn ich jetzt eine ganz schlimme Krankheit habe und ich komme nicht weiter, trotzdem zu gucken, ah, was ist die nächste kleine Freude? Was ist die nächste kleine Freude? Und mir meinen Freudenradius so tschu, 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 tschu.
Und was war dieser Moment, wo du gemerkt hast, da steckt ja noch viel mehr im Leben als jetzt die Frage, habe ich Haare oder keine Haare? Das war leider gar nicht so lustig. Nein. Ich lach trotzdem weird, oder? Ja, aber das ist manchmal auch so. Das Ja. ist ja auch ein Ja, Überwindungsmechanismus zu ja, ja, sagen, okay, ich lache drüber. Zum ja. Glück haben wir das. Ja, Stell dir und weil ich so vor. fröhlich bin, dass es jetzt so ist. Ich hatte eine, ich habe mich von meinem damaligen Freund getrennt und es war ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Wie alt warst du da? Das war vor 3 Jahren. Genau. Und bis dahin habe ich immer noch Perücke getragen. Ja. Und dann ging es mir psychisch so schlecht, dass ich einfach ich hatte keine Energie mehr, mich um mein Äußeres zu sorgen. Oder, also, es war mir, ich habe meine Energie zum Atmen gebraucht, so zum Existieren. Und irgendwann, wurde ich dann bei einer Junggesellenabschiedsparty irgendwie, bei Freunden wurde ich eingeladen, guten Freunden. Und dann habe ich nur geschrieben, hey Leute, ich komme übrigens heute oben ohne. So oben ohne. I can't. I can't anymore. Ich war so sick of it. Ja. Und diese, ja, easy. Und dann bin ich da so langsam rausgegangen, aber es war nicht so der Glitzer, Glamour-Moments. so. Hey, Ich habe das jetzt geschafft, ich bin voll fein damit. So, hallo, hier bin ich, sondern so, kriech, kriech, ich kann nicht mehr mich drum kümmern. Ja, weil um dir. Also am tiefsten Punkt entwickelte sich deine Schwäche zur größten Stärke Ja, eigentlich. so, rock bottom. Ja. Dann. Mir ging es so schlecht, dass mir dass es so ist, viel so weg, so. Ja. Weil Ja. um dir zu zeigen oder um auch den Zuschauern zu zeigen, wie sehr ich Perücke getragen habe oder wie wichtig das für mich war, ich konnte es mir nicht vorstellen, oben ohne rauszugehen, so. Zum Beispiel, es hat mal bei uns unten gebrannt, eine Wohnung unter mir. Und der Hausmeister stand im Hof und hat an die Balkone hingeschrien: alle runter, Feuermelder. Das Erste, was ich gemacht habe, ist mir meine Augenbrauen nachgeschminkt und meine Perücke gesucht und aufgesetzt. Und dann bin ich erst runter. So wichtig war das für mich, so unvorstellbar war das für mich, oben ohne rauszugehen. Und jetzt kann ich, das war immer so mein kleiner, größter Traum, aufzustehen, rauszugehen, mir einen Kaffee zu holen. Einfach so. Im Pyjama durch unser Dorf Genau! mit dem Zickzack. Genau! Das ist für mich die pure Freiheit. Ja. Einfach so aufstehen, raus. Und nicht kämmen, schminken, das hier. Bei jeder Umarmung, vorsichtig, nicht, dass verrutschen könnte. Im Sommer geschwitzt, alle 1, 2 Jahre neue Perücke, dann Echthaarperücken kosten zwischen 3.000 und 5.000 €. Klar hat man ja für Haare übrig. Oh. Und die Krankenkasse? Ja, Mann, Die Italienerinnen, die ja höher Hagel. Die Krankenkasse zahlt auch alle 2 Jahre 800 €, na. Ja, Kannst du toll. so ein Schnurrbart-Toupet kaufen? Danke, liebe Krankenkasse, ich habe mir mit Ihren 800 € ein Schnurrtuch Schnurrtoupet. Cute, oh mein Schnurrtoupet. Schnurr. Und damit schnurre ich jetzt den ganzen Tag. Vielen Dank. Ja, Bitte. schön. Wow, Ja. so viel. Jetzt rückblickend, so viel Stress habe ich mir selbst gemacht oder so viel, aber es ging nicht anders. Ich konnte nicht. Mein Papa hat immer gesagt, mal tu es doch weg. Ich konnte nicht. Ja, natürlich Ich nicht. konnte nicht. Ich hab mich behindert gefühlt. Ich habe mich sau hässlich gefühlt. Ich habe mich so. Und jetzt fliege ich durchs Leben und ich strahle nur noch und es ist so zweitrangig. Und ich blicke in den Spiegel und ich finde mich wirklich schön. Du bist auch wunderschön. Und das Geile ist, das Gegenüber merkt es ja auch, weißt du?
Ja. Also du läufst ja herum in einer Selbstverständlichkeit und es ist, wenn ich mit dir unterwegs bin, es gibt nicht so Leute, die irgendwie komisch gucken. Also Gell? überhaupt nicht. Ja. Das, und das zeigt einfach, was es für eine Macht hat, wie wir über uns denken, welche Oh. Energie wir Ja. aussenden. Das ist einfach der Change. Ja. Ich fühle das manchmal richtig auf der Straße, wenn ich merke, zum Beispiel gestern war ich im Wald spazieren oder vorgestern, I don't know, und da war so eine große Gruppe von Menschen, die haben gefeiert und so, und da waren auch Kinder. Und manchmal vor, naja, 1,5 Jahren oder so kam es noch vor, da war ich noch nicht so sicher, dass dann Kinder geguckt haben oder mal ein Mädchen gesagt hat, ih, Mama, schau mal. Und so, das ist natürlich nicht so schön, gerade wenn du noch unsicher bist, aber jetzt ist es nie wieder passiert. Und wenn ich dann merke, ich werde so ein bisschen unsicher oder denke mir so, hoffentlich sagt keiner was Blödes, dann mache ich einfach wie so, ich klappe so meine Sonne aus und so nochmal extra strahlen. Ah, ich liebe deine Sonne. Ja. Wow. Das ist einfach schön. Ja. Das heißt, der Anfang war dieser Junggesellenabschied, wo du eigentlich nicht mehr konntest, keine Kraft hattest und da dann gemerkt hast, ah, es geht auch ohne. Und dann hast du das wie etabliert oder wie war das dann? Ja, also ich habe auch dann am Anfang Kopftücher getragen. Jetzt, wenn ich so, Sieht aber auch mega aus, finde ja, ich. Kopf. ja. Kann man ja mega coole Sachen machen. Ja, aber es ist für mich dann, es hat so einen Charakter, weil das war es auch früher von Verstecken oder Cover-up. So, und jetzt, für was brauche ich ein Kopftuch? Für was? Ja. ja. I love it. So wunderschön. Genau. Und wirklich dieses Gefühl, auf verschiedene Bereiche kann ich das auch, setze ich das um in meinem Leben. Und das ist so geil, weil ich bin voll der Freiheitsmensch. Das ist mein größter Nö. Wert. Nö, bist du? Ja, ein bisschen. Bisschen. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt sagen? Freiheit, genau, sich zu denken, fuck it. Es ist so viel. So egal. Also im Sinne von, was denken die Leute jetzt, wenn mein Haar nicht so, sondern so sitzt? Die Leute sind so mit sich beschäftigt, die wissen gar nicht, dass du da bist. So in dem Sinne. Einfach so, ja, mach doch. Ich meine, wir haben so eine begrenzte Zeit auf dieser Erde. Und dann, ja, dieses, es ist so, just enjoy. Ja. So schön, ich liebe es. Dieses Ausrichten nach der Freude. Und wir hatten auch auf dem Balkon das Gespräch, wo ich gesagt habe, ich glaube, das wird auch so gut tun, der Community mal so eine Geschichte zu hören, weil die Tendenz bei den Selbstheilungsgeschichten hier ist immer, ich habe das und das und das gemacht und dann kann es fälschlicherweise den Anschein machen, als wäre Selbstheilung eine Belohnung, weil man so viel dafür gemacht hat. Zum Beispiel, ich habe diese Diät gemacht, ich habe diese Therapie gemacht, ich habe das und das und das gemacht. Und manchmal darf es aber auch einfach die Heilung an sich, die Akzeptanz sein, oder? Dieses, ja, und jetzt ist das ein Teil von mir. Du sagst auch, du weißt nicht, wie lange. Da müssen wir auch keine Prognosen stellen. Können Das ist wir auch einfach, nicht. genau, ist jetzt im Hier und Jetzt so. Ja. Und ganz spirituell betrachtet könnte man ja auch sagen, oh, spannend, in diesem Leben habe ich diese Aufgabe, wie geil, ich performe die jetzt mega und rock das. Wie ist es für dich? Ich weiß, dass du auch viele Sachen ausprobiert hast. Du hattest zum Beispiel auch den Selleriesaft ausprobiert und all die Sachen. Was war so der Moment, wo du gesagt hast, und ich lasse jetzt los und ich möchte dieses Leben leben, was mir Freude bereitet? Und wenn das auch ungesunde Sachen sind, wie Alkohol trinken oder rauchen oder bis spät in die Nacht feiern gehen und so weiter, was ja so in meiner Szene eher so, ah ja, wir sind alle clean und so weiter. Es ist auch super schön, dass wir befreundet sind, gell? Dass wir auch die Gegensätze, ich liebe das, Total. dass wir das vereinen. Ja. Aber wo war so der Moment für dich, wo du gesagt hast, ich höre jetzt auf zu hustlen und irgendwie
Dinge auszuprobieren, weil ich weiß auch, dass du Freude dran hast. Also am Selleriesaft Ja. hattest du ja auch Freude, aber eben, Stichwort Freude. Also wie Ich hast du bin das, da. ja, wie hast du das für dich gelernt, dass es eben dann nicht in dieses Muss und ich muss mich noch mehr anstrengen, damit ich das, wann konntest du das loslassen? Ich glaube, dieses ich glaube, dieses Verbissene, ich muss mich noch mehr anstrengen, das ist das. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so habe in mir drinnen. Ich habe halt einfach gemerkt, okay, das ist aber schon länger her. Ich gehe zu Heilpraktiker, ich gehe zum Arzt, ich gebe für die Perücken Geld aus, hier, das, 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 das. Und ich bekomme kein, also es zahlt sich für mich nicht aus, ja. Und dann hat sich das irgendwie so, weil ich strecke mich immer zur Freude aus. Also, das haben wir ja auch schon drüber gelacht. Mein Sprichwort ist so, nicht erst die Arbeit, dann das Vergnügen, sondern erst das Vergnügen, dann das Vergnügen. Und also, ich habe einfach mehr Freude an meinem Leben, wenn ich sage, hey, ich erlaube mir alles. Ich erlaube mir alles, aber ich übernehme auch Verantwortung. Also, es heißt nicht, nur weil ich alles darf, dass ich jetzt 24/7 bei McDonald's sitze und darf ich das hier so überhaupt sagen? Das Wort McDonald's. Ja. Nee, da kommst du jetzt in diese Zelle? Zelle. Ich bin noch Ah, nicht. hinten diese Chill. Ah, hier ist aber schön. Ja, da lässt es leben. Okay. Hier lässt es leben. Wo war ich stehen geblieben? Ich weiß es nicht mehr. Dass du nicht mehr zu McDonald's darfst. Ah ja, genau. Also ich erlaube mir alles. Ich erlaube mir alles, aber ich gehe auch verantwortlich mit mir um. Manchmal, also zum Beispiel, wenn ich da sitze und mit meiner Freundin eine Flasche Wein trinke und Zigaretten nebenbei rauche, würden manche sagen, nee, da gehst du nicht verantwortlich mit dir um. Okay, das ist deine Meinung. Aber für mich macht es wirklich die Balance. Also, weil wenn ich jetzt mir meine kleinen Freuden oder nenn es Süchte oder whatever. Wenn ich jetzt sagen würde, ich lebe nur noch so, dann verkümmere ich aber. Und ich glaube, dieses Verkümmern ist schädlicher für mich, als manchmal zu sagen, hey, heute übertreibe ich, heute gehe ich mal bis, heute mache ich Party und alles ist erlaubt. Also das funktioniert für mich. Ja, und das Ja. ist so schön und das merke ich eben auch an dir und wir kennen uns jetzt schon 14 Jahre, dass du dich gefunden hast und dass du dich nach deiner Freude ausstreckst. Und diese Freude, die kann nicht irgendjemand festlegen. Sonst ist es immer wieder ein Innehalten und ein in sich spüren. Was ist es jetzt? Wo zieht es mich hin? Ja. Und da bist du mir ein mega Vorbild. Das finde ich so genial, wie du das Ja. machst und dir selbst treu bleibst. Ja, das macht so viel Spaß, so zu leben. Ich mische mich gerne überall ein, ja. Vor allem, wenn ich merke, ah, einer Person so, versuch's doch mal so, dann hättest du viel mehr Spaß. Und manchmal muss ich mich da auch zurückhalten, weil es ist ja auch immer der Weg der Person und so, ich kann ja nicht überall und vielleicht liege ich auch manchmal falsch oder whatever. Aber so, es lebt sich so schön, wenn man wirklich das macht, was man möchte. Und jetzt glaube ich, klingeln bei vielen so die Glocken. Aber man kann nicht immer das machen, was man möchte. Aber versuch's doch mal so jeden Tag ein Stückchen mehr, weil wir haben viel mehr Freiheiten, als wir denken. Zum Beispiel, ich bin spazieren gegangen im Wald und ja, und dann sah ich den See und dachte mir, jetzt will ich da noch rein. Ich habe aber kein Bikini an und kein Handtuch. Ja, dann bin ich halt in T-Shirt und Unterhose im See. Und dann habe ich meine Sachen wieder angezogen und bin hochgelaufen. So, du darfst es, du machst es, erlaub dir Sachen. Du bist frei. Genau. Ja, Voll. voll. Ja, ich sage immer, verliebe dich in deinen Heilungsweg. Weil dann gehst du auch der Freude nach, oder? Ja. Und bei jedem ist es anders. Der eine möchte es
auf diese Art und Weise in diesem Leben ja. das erfahren und der andere auf eine andere Art und Weise. Ja. Ja. Aber ich finde, das ist so ein wichtiger Satz. Streck dich nach deiner Freude aus. Das ist so grundlegend. Ja, weil du kannst auch immer gut mit dem gegenchecken. Eine Sache, expandiere ich, also strecke ich mich zur Freude aus, mhm. oder macht es mich klein? Mhm. So, die und die Freundin treffen oder den Workshop besuchen. Mhm. Sinkt da mein Herz so, ah ja, schön? Oder sage ich so, Und wenn es ist, mach's nicht. Mach's nicht. Mach's nicht. Ja. Und sei da mutig und stark. So, mach's nicht. Dann distanzier dich von der Person oder schau dir mal an, ob dich dein Job wirklich glücklich macht. Mhm. Ja. Und wenn du da Hilfe brauchst, es gibt so viele Coaches oder. Du bist ja selbst ein Coach. Ach, was für eine Überleitung. Priscilla. Ja. Das wollten wir hier jetzt nicht erwähnen. Ja, das ist mir fast unangenehm. Nein, oder es gibt auch gute Freunde oder YouTube-Kanäle. Echt? Oder neue Hobbys oder ich könnte noch Stunden quatschen. Aber wirklich, das Leben ist so schön und ich wusste auch nicht, wie geil das Leben ist. Warum wusstest du es nicht? Was würdest du sagen jetzt in der... Ich wusste gar nicht, wie gut man sich's machen kann. Mhm. Wie frei ich sein kann. Also unabhängig jetzt auch von dem Haarthema. Was ich alles darf. Ich darf Nein sagen, ich darf Ja sagen, ich darf gar nichts sagen, ich darf alles. Mhm. Ja, wir sind frei. Yes. Ich sage immer die drei Sachen. Du bist Frieden, ja. Du bist Liebe und du bist Heilung. Ja. Und das ist Freiheit pur, oder? Total. Wenn man erkennt, wie groß man eigentlich ist. Ja. Und dass viele Sachen eigentlich so Äußerlichkeiten sind oder Begrenzungen, die einem von außen zugetragen wurden. Ja. Weil du gerade Begrenzung sagst, jedes Mal, wenn man... Oder wo, ich bleib mal bei mir, wenn ich mir einer Begrenzung bewusst werde und die dann so puff auflöse für mich, ist wunderschön. Mhm. Und man wird auch besser darin. Ja. Es ist ein Training. Ja. Und es ist wie ein Muskel, so, ah, okay, wieso mache ich das eigentlich? Mhm. Mag ich das? Mhm. Nö. Wieso machst du es dann? Naja, ich muss. Was musst du? Was musst du? Sag mir. Muss gar nichts. Es gibt auch ein Lied, das heißt, ich muss gar nichts. Liebe ich natürlich. Ja, ist mein Lieblingssong. Ja, das muss ich dir später zeigen. Ja, musst du mir zeigen. Wow. Was könntest du noch an einer Übung mitgeben, wenn jetzt ein Zuschauer sagt, boah, ich finde es aber so schwierig, überhaupt rauszufinden, was meine Freude ist. Mhm. Weil da vielleicht so viel immer von außen zugetragen wurde und man so im Funktionieren war und sich im Anpassen, um den Erwartungen zu entsprechen, um geliebt zu werden. Das ist ja auch so ein krasser Moment, wenn man anfängt, da rauszutreten, kommen ja solche Ängste hoch, aber dann werde ich nicht mehr geliebt, nicht angenommen. Mhm. Was hättest du da für einen Anfangs? Das ist, kommt natürlich ganz stark darauf an, wo die Person gerade steht. Wenn es wirklich Rock Bottom ist, also der Tiefpunkt. Und wenn mir jemand gesagt hätte, ja, streck dich nach der Freude aus. Ich hätte gesagt, verpiss dich. Sorry. Zum Glück habe ich das nie gesagt bei dir. Weil das wäre so konträr gewesen, das hätte mich aggressiv gemacht und ich hätte mich nicht verstanden gefühlt. Mhm. Also ich sage jetzt einfach mal ein paar Beispiele und jeder darf da für sich selber gucken, was gerade dran ist. Selbstverantwortung. ich denke mal, wenn man noch gar kein Gefühl hat für sich, was macht mir eigentlich Freude, ausprobieren.
vielleicht, ich liebe so kleine Challenges, zu sagen, okay, die nächsten Wochen, jede Woche probiere ich was Neues aus. Ich gehe mal in einen Strickkurs oder ich gehe mal joggen, mal schauen, wie sich das anfühlt. Oder ich gehe mal, ich kaufe mir Aquarellpapier und fange an, Aquarell zu malen. Oder ich gehe auf einen Poetry Slam oder. Und dann kann es sein, durch den Prozess, dass ich bei einer Veranstaltung bin, bei einem Poetry Slam, mich mit jemandem unterhalte übers Kochen oder Backen. Und dann merke, boah, es macht mir Endspaß. So, also einfach so sich in das Abenteuer, was macht mir Freude, vielleicht begeben. Vielleicht das Gewohnte verlassen. Oh oder? Ja, oh ja. Also jedes Mal aus der Komfortzone, auch nur ein kleines bisschen, hat mich oder macht mich immer stärker und selbstbewusster und zeigt mir so, wow, das gibt's ja auch noch. Das gibt's ja auch noch. Es gibt Menschen, die so und so leben und die so und so denken. So, also einfach ausprobieren. Und wenn du schon weißt, was dir Freude macht, wirklich es tun und nicht sagen, ja, aber ich muss erst noch den Haushalt. Nimm dich selbst bitte mal wichtig. Und jeder hat in der Woche eine Stunde Zeit, seiner Freude zu frönen. Habe ich noch nie gesagt. Jetzt hast du es und es ist auf Video. Oh yes. Fröne deiner Freude. Ja. FDF. Fröne deiner Freude. Fröne. Ja, geil. Und föhne deine Freunde. Whatever. Ja. Ach, schön. Schön. Es gibt mir so viel Energie, mit dir zu sprechen. Weil vorher war ich noch müde. Es ist noch eine unchristliche Zeit für mich. Das Licht ist angegangen. Ja. Ja, so schön. Wow. Ja, ich denke, das sind zwei wundervolle Punkte, die Komfortzone zu verlassen, das Gewohnte mal zu verlassen und sich nicht den Ausreden hingeben und halt mal auf den Abwascheißen oder auf den Haushalt und das machen, was einem Spaß macht. Außer die große Leidenschaft, das Putzen und Haushalt machen. Dann bitte mich anrufen, Priscilla auch, dann... Ja, vielen Dank, Romina, für das Gespräch. Danke dir. Ich bin wirklich so unendlich stolz auf dich. Wirklich, du hast so eine Zeit hinter dir. Das ist. Kommt mir vor wie ein Film. Ja, es ist ein Film. Schreib mal ein Buch, gell? Schreib mal ein Buch. Stumm, ja. Ich mit meiner Rechtschreibung. Das kann ich jemand anders machen. Wir haben gemeinsam einen Freund, der das gut kann. You know who. Ja, ihr Lieben, so schön, dass ihr uns zugelauscht habt. Ja. Es ist für mich ein Privileg, die Romina Palumbo, auch bekannt als Tropenbird, deswegen habe ich die Tropenvögelchen heute interviewen zu dürfen. Und egal, wo du gerade steckst, ob du noch in dieser Phase bist, wo du sagst, okay, ich bin noch gerade in der Akzeptanzphase, das überhaupt zu akzeptieren, was mir zugestoßen ist. Und oft hat man sich das Leben ganz anders vorgestellt. Dann möchte ich dir auch einfach sagen, alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit, auch da anzukommen. Und es hat auch seine Zeit zu heilen. Und Heilung ist definitiv möglich. Und wenn es nur ist, heilen oder nur, wenn es das ist, heilen, wie man sich sieht. Und wie man das Leben sieht und wie man leben möchte. Egal, was einem gegeben wurde oder weggenommen wurde. Das Leben hat so, so, so viel mehr für dich bereit. Ich freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video sehen. Bis dann. Ciao.